Okay, guys, it's time for some KFC. I got the new chicken cheeseburger. Let's have it. And I got two paper bags. I also got the new potatoes. So here we go. No, come out. Come out, my friend. It says real flavor, very big. Okay, and there it is. And here's like sour cream. The stuff, the cloche. Anyways, I think you may all excited for the burger, especially for the burger cut. So it got this annoying salad, usually used by McDonald's, and now also used by KFC. Oh no. And anyways, that's what it looks like. Looks quite tasty. And let's cut it. Here you go, I always cut stuff. And yeah. cut. Anyways, let's continue the cutting. And so, as you can see, we got like a very interesting cheese. Yeah, patty. Then the coated chicken patty and other stuff. Cream. Mm-hmm. I think cranberries. And I have it. Let's do this. Mm-hmm. So this is nice. Oh, it's unbelievably cheesy. Mm-hmm. Mm. Yeah. Also. Cranberry sauce. Also a bit spicy. Just nice. Awesome. Awesome food. Okay. Now the potatoes. Here we go. They also gave me some french fries. Okay. These are sort of, sort of chip style. It's cut it, I always cut stuff. Some seem crunchy, some are meshy. Let's put into the sour cream. Okay. This tastes good. I like the consistency, the texture. I like it more than like the potato wedges with McDonald's. This one are cooler. Well. Okay. So the burger is definitely a win, especially this cheese patty. This is really something special. Maybe a little bit over the top, but it's nice. Potatoes, nice. Better than french fries. No, croissant. I just bought this like for fun reasons. I don't know why I bought it. There was a fork. Where's the fork gone? I don't want to eat with the fingers. Here comes the fork. Let's have some of this kraut salad. No. This tastes very healthy.
That sort of milky also. Okay. I just continue eating. You may stay tuned. Actually, quite nice. I think you can put sour cream on anything. I like the chicken. KFC is the best. We have the best chicken burger. Okay, now maybe some German. Okay, jetzt gibt es den neuen Cheeseburger von KFC. Das ist die Verpackung. Echter Geschmack, ganz gut. Und leider hat er diesen geschredderten Salat drauf. Ich weiß nicht warum. Ich hasse das, naja. Ich verstehe es einfach nicht, egal. Und das Besondere an dem ist, der hat so eine eigene Cheese Patty. Das heißt, er hat so ein eigenes Käse. Was ist Käsefondue? Ich weiß es nicht. Eine super Käsescheibe hat der. Und das schmeckt total käsig. Habe ich noch nie erlebt. Krass. Und der hat noch so eine Cranberry-Soße, die auch sehr nett dazu schmeckt, also so fruchtig. Ja, gut. Und ja, das finde ich sowieso nice wie immer. Ich habe auch diesen Boss Burger übelst gesuchtet. Ja. Und das ist einfach, die können das einfach. Ja, die geben sich einfach Mühe dabei. Die können das einfach. Die können einfach Chicken filetieren und panieren. Genau. Und hier diese neuen Potatoes. Die sind manchmal hart, manchmal weich, ganz lustig. Und ja, ich bin cool damit. Sind besser als die Potato Wedges von McDonald's. Die manchmal so ein bisschen nerven mit der Schale. Sie scheinen keine Schale zu haben. Weil sie haben Schale, aber man kriegt es nicht so doll mit. Und sind so geriffelt und lustig. Okay. Dann hier noch der Krautsalat. Genau dieses, das kommt mit so Sauerdip. Nur das Teil bei der Krautsalat drin hängt. Da habe ich einfach so Pfann genommen. Einfach um hier noch mehr Content im Video zu haben. Ja, ist halt so milchiger Krautstuff. Das schmeckt total. Das ist total Fast Food unlike. Das ist als wie es schmeckt so wie Kantinensalat oder so. Ja. Aber ist das, was es ist, ein Salat, ne? Okay, ich habe den probiert. Und ja, ich gehe auf KFC total ab. Das ist mein Lieblingsstore. Mein Lieblings-Fastfood-Store. Die können einfach Chicken. Ja? Niemand kann Chicken so gut wie KFC. Ja? Ist einfach so. Und ja.
Erst noch ein bisschen, dann ist die Folge vorbei, denke ich mal. Ja, also supportet euren KFC auf alle Fälle. Es gibt nicht so viele von denen in Deutschland. Und ja. So. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.